Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und Apple hat natürlich endlich die neuen MacBooks veröffentlicht. Jetzt kommt der 14 Zoller und der 16 Zoller direkt in die Shops. Und es gibt natürlich auch noch den M1 13 Zoll MacBook Pro und das MacBook Air. Und wir wollen in diesem Video einfach mal vergleichen, was hat sich jetzt geändert gegenüber dem M1 normalen Prozessor im 13 Zoll MacBook Pro und den neuen MacBook Pro 14 Zoll bzw. 16 Zoll. Was ist da passiert in Form von Ausstattung, Festplatten, Display und so weiter und so fort? Wir vergleichen heute in diesem Video das MacBook Pro 13 Zoll mit dem MacBook Pro 14 Zoll von Apple. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wer jetzt sein MacBook kaufen möchte, der stellt sich natürlich die Frage, was ist für mich das Richtige? Reicht mir ein 13 Zoll MacBook Pro zum günstigen Preis mit M1 oder brauche ich schon ein 14 bzw. 16 Zoll MacBook Pro mit den neuen Prozessoren von Apple, die natürlich hammermäßig sind, unwahrscheinlich viel Leistung bringen, aber natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis auch entsprechend teurer sind. Wir klären den Vergleich vom MacBook Pro 13 Zoll gegenüber dem 14 Zoll und das ist natürlich als erstes schon mal die Größe. Hier kommt das MacBook Pro mit 13,3 Zoll mit dem M1 und das MacBook Pro mit 14,2 Zoll mit den neuen Prozessoren. Ein weiterer großer Unterschied ist natürlich, dass jetzt bei der neuen 14 Zoll Variante des MacBooks die Touchbar fehlt, die im 13 Zoll M1 immer noch verfügbar ist. Beim Display unterscheiden sich natürlich beide auch gewaltig. So bietet der M1 Pro die LED-IPS-Technologie, während der Mac 14 Zoll mit der neuen Mini-LED-ProMotion-Technologie daherkommt, die hier ein 120-Hertz-Display verbaut hat, was eine noch bessere Bildwiedergabe garantiert. Die Bildschirmdiagonale beträgt beim 13 Zoller 33,74 cm, während sie beim 14 Zoller 35,97 cm beträgt. Kommen wir zur Bildauflösung und die beträgt beim 13 Zoll 2560 x 1600 Bildpunkte, währenddessen beim MacBook 14 Zoll eine deutlich höhere Auflösung von 3024 x 1964 geboten wird. Wer noch mehr braucht, der greift zum 16 Zoll MacBook, aber dazu kommen wir in einem weiteren Video. Weiterhin befindet sich jetzt im MacBook Pro 14 Zoll eine Notch im Display und diese hat das 13 Zoll MacBook natürlich nicht verbaut. Schreibt mir doch mal bitte in den Kommentaren, wie ihr die Notch findet. Ist diese angebracht oder hätte sich Apple da etwas Besseres einfallen lassen können? Bei den Bildpunkten pro Zoll bietet uns das MacBook Pro 13 Zoll hier 227 gegenüber dem neuen MacBook Pro 14 Zoll mit 254 Bildpunkten. Die Bildwiederholungsrate des 13 Zollers beträgt 60 Hertz, währenddessen das 14 Zoller, wie schon gesagt, mit 120 Hertz aufartet. Die Monitorhelligkeit beträgt beim Mac Pro 13 Zoll 500 Nits gegenüber dem MacBook Pro 14 Zoll mit 1000 Nits. Weiterhin bietet das MacBook Pro 14 Zoll bessere Kontrastwerte durch die verbaute LED-Technologie. Die True-Tone-Technologie ist in beiden Geräten verbaut. Kommen wir zu den Prozessoren und damit auch zum Herzen der MacBooks. Beim MacBook 13 Zoll Pro ist hier der Apple I Prozessor verbaut. Dieser hat einen 8-Core CPU mit 4 Performance und 4 Effizienzkernen und ist bis zu 16 GB Arbeitsspeicher bestellbar. Beim Mac Pro 14 Zoll sieht die Sache deutlich anders aus und hier besteht die Auswahl zwischen zwei Prozessoren. Zum einen dem M1 Pro Chip, der hat bis zu 10 Core CPU mit 8 Performance-Kernen und 2 Effizienzkernen, bis zu 16 Core GPU, 16 Core Neural Energy und 200 Gigabits Speicherbandbreite. Oder den M1 Max Chip mit 10 Core CPU, 8 Performance-Kernen und 2 Effizienzkernen, bis zu 32 Core GPU, 16 Core Neural Energy und 400 Gigabits Speicherbandbreite. Beim Arbeitsspeicher kann man im MacBook M1 13 Zoll 8 oder 16 GB verbauen, währenddessen im 14 Zoll MacBook Pro 16, 32 bzw. 64 GB verbaut werden können.
Kommen wir zu den Möglichkeiten, die internen Festplatten in den Macs zu konfigurieren. Während beim MacBook Pro 13 Zoll minimal 256 GB passen und maximal bei 2 TB Schluss ist, kann man im MacBook Pro 14 Zoll von 512 GB bis zu riesigen 8 TB alles bestellen, was der Geldbeutel erlaubt. Jedoch die größten Unterschiede gibt es bei den Anschlussmöglichkeiten. Der MacBook Pro 13 Zoll hat hier zwei USB-C Thunderbolt Ports und einen Mini-Klinke-Anschluss verbaut und das 14 Zoll MacBook Pro bietet hier weitaus mehr Anschlussmöglichkeiten. Dreimal USB-C Thunderbolt, einen MagSafe Netzanschluss, ein HDMI-Port sowie den SDXC-Card-Slot und den 3,5 mm Klinke-Anschluss. Bei der Batteriepower merkt man natürlich, dass Leistung auch Akku kostet. Hier hat der MacBook Pro 13 Zoll bis zu 20 Stunden Durchhaltevermögen, während der MacBook Pro 14 Zoll Power für bis zu 17 Stunden besitzt. Die Lademöglichkeiten unterscheiden sich natürlich hier auch. So kommt das MacBook Pro 13 Zoll mit USB-C und 61 Watt Power daher, während das 14 Zoll MacBook Pro und MagSafe insgesamt 96 Watt Ladepower bieten. Unterschiede gibt es natürlich auch beim Gewicht. Hier bringt das MacBook Pro 13 Zoll 1,4 Kilogramm auf die Waage, währenddessen das 14 Zoller MacBook Pro glatte 1,6 Kilogramm wiegt, was ca. 200 Gramm mehr Gewicht bedeutet. Bei der Bluetooth-Technik bieten dir beide Bluetooth 5.0, da gibt es keine Unterschiede. Allerdings hat sich bei der verbauten Webcam im Monitor deutlich was geändert. Währenddessen das MacBook Pro 13 Zoll immer noch die recht dunkle 720p-Cam verbaut hat, findet man jetzt im 14 Zoller MacBook und natürlich auch im 16 Zoller eine wesentlich lichtstärkere 1080p-Webcam hinter der neuen Notch im Display. Natürlich gibt es auch noch wesentliche Unterschiede beim Preis. Das Basismodell, das MacBook Pro 13 Zoll, kannst du schon ab 1.300 € bekommen, während du beim MacBook Pro 14 Zoll hier bei der 512 GB Version ab ca. 2.000 € dabei bist. Bei den Gerätefarben, die du bestellen kannst, da gibt es ebenfalls keine weiteren Unterschiede. Hier sind beide Modelle in Silber bzw. Space Grau erhältlich. Was bist du eigentlich für ein MacBook Pro-Typ? Schreib's doch mal hier direkt in meine Kommentare. Mich würde es interessieren. Es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, jetzt so viele Angebote. Zum einen der 13 Zoller M1, der völlig ausreicht für Studenten, für Menschen, die mit Textverarbeitung arbeiten, die sich Spielfilme angucken wollen, die im Internet umhersurfen, die teilweise ihre Fotos bearbeiten, die 4K-Video bearbeiten. Dafür reicht das M1 MacBook Pro definitiv aus. Ich habe es in der 16 GB Version und schneide damit komplett meine 4K-Videos in super Qualität. Gleichzeitig muss ich kaum noch warten, auch beim Rendern geht es relativ schnell. Jetzt mit der 14 Zoll Version bzw. mit dem 16 Zoll MacBook Pro ist natürlich alles noch schneller geworden. Die 14 Zoll Version bringt dir sozusagen gegenüber dem M1 mit dem M1 Pro Prozessor ca. zweimal so viel Leistung. Ja? Und der Pro Max Prozessor, der M1 Max Prozessor quasi, bringt dir viermal so viel Leistung wie beim M1 Prozessor. Das heißt, du musst dich jetzt selber entscheiden, für was machst du das? Für was brauchst du so viel Power? Für was musst du natürlich auch ein bisschen mehr Kohle ausgeben? Ist klar, den M1 gibt es jetzt momentan, sagen wir mal so, schnell zum Schnäppchenpreis, aber der ist es wirklich auch wert. Oder du bist halt professioneller Videocutter bzw. möchtest deine Aufnahmen 6K, 8K komplett fast wartefrei rendern bzw. in Echtzeit bearbeiten. Ja, dann musst du natürlich zu den neuen Prozessoren greifen. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, 13 Zoll gegen 14 Zoll MacBook Pro, das ist natürlich neuer, du kommst weiter, du bist für die Zukunft, für größere Dateiformate bist du sozusagen komplett gesichert. Aber der 13 Zoller, der reicht aus. Der, mit dem arbeite ich komplett jetzt schon seit einem Jahr. Es ist 2021 das Beste, was ich mir gekauft habe, weil ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Der macht alles so schnell. Die Batterie, die geht kaum zu Ende. Ich bin dann sozusagen 2 bis 3 Tage mit dem Teil unterwegs und muss dann sozusagen einfach mal an die Ladestation. Vorher ist der einfach nicht alle, auch beim Videoschnitt. Wenn du jetzt unterwegs mal was schneiden möchtest, da bist du voll dabei und hast natürlich noch richtig viel
Power und klar, für die, die alle sehr gerne YouTube schauen oder Netflix oder andere Streaming-Dienste auf dem Laptop, die sind natürlich mit 20 Stunden Power dabei. Da gibt es gar keine Probleme. Also überlegt euch, was eure Ansprüche sind. Der M1 reicht eigentlich noch völlig aus. Wer mehr in die Zukunft gehen möchte, wer Video haben möchte, wer natürlich auch 3D-Grafiken und andere Geschichten machen möchte, der muss natürlich zu den neuen Prozessoren greifen. Aber ich wollte euch einfach mal so einen Überblick geben in diesem Video. Wie sieht es aus mit dem M1-Prozessor gegenüber den neuen Laptops? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir sehr gerne ein Like und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke, sehr gern bis zum nächsten Video.